Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen aufregenden und hinreißenden Folge Expedition ins Biomreich. So, erstmal was futtern. So, wir müssen jetzt mal gucken, ob wir vielleicht doch noch fündig werden. In der letzten Folge haben wir da tatsächlich Schwarzeiche. Ich erzähle gerade, darf ich? Ja? Nicht? Ich, okay, wenn ich euch störe, Entschuldigung, sagt das doch, dass ich störe. Wir haben in der letzten Folge Schwarzeiche gefunden. Das wirklich allererste, ja, was erwähnenswert wäre. Na, komm hoch. Alles Fichte. Ich möchte Dschungel haben, ich möchte... Ein Pferd wäre jetzt nicht schlecht. Wie gesagt, okay, da hinten sieht es wieder ziemlich bergig aus. Nicht Extreme Hill-mäßig, aber bergig. Oder doch, es sieht schon ein bisschen Extreme Hills-mäßig aus. Jetzt, wo ich näher komme. Wüste? Ist da hinten Wüste? Oder wieder nur ein Sandstrand? Oder nur ein klitzekleines Sandbiom? Ach, ist doch kein Biom. Ach, um Gottes Willen, das ist ein kleiner Sandhaufen hier. Ich will nicht... Gebt mir doch endlich... Vor allem der Witz ist ja, wir sind ja eigentlich losgelatscht. In der Hoffnung, ein Tümpel zu finden. Tümpel? Ja. Sumpftümpel. Ja, ein Tümpel. Ja, ein Tümpel, wie gesagt, für unsere... Ah, ist das... Aber herrlich sieht es aus, Leute, ne? Kann man nicht anders sagen. Aha. Also früher war es so, solche... Wow. Solche Strände bargen oft Dschungelbiome. Wie gesagt, damals, in früheren Versionen. Heutzutage bieten sie einfach nur... Biome, die uns mit ausgestreckten Zeigefinger auslachen. Was ist das denn? Ich habe doch Fichte. Die Zeiten, wo ich nach Fichte gesucht habe, die sind doch schon längst vorbei. Ich werde auch langsam... Wow. Aha, schön. Hier ist wieder viel Sandstein. Aber auf Höhlenexkursion gehen wir natürlich nicht. Frames. Es ist immer noch dieselbe Aufnahme. Ich habe eine riesengroße Session. Eine riesengroße Session von 5-6 Folgen. Und für mich ist es aber schon eine riesengroße Session. Weil ich normalerweise eher selten so viele Folgen hintereinander aufnehme. Ach, Leute. Frames, hör auf, mich auch noch zu ärgern. Es reicht doch schon, wenn die Biomen mich auslachen. Wie gesagt, so ein Pferd wäre jetzt nicht schlecht. Boah, das hätte was. Oder man müsste einfach mal fliegen. Aber das will ich eigentlich gar nicht. Ich, das sind alles diese riesen Fichten, ne? Ich will auch diese Fichten nicht. Ich will... Oder gib mir wenigstens neue Akazienbäume oder irgendwie sowas in der Richtung. Ich meine, Schwarzfichte ist ja wirklich Wahnsinn, Bombe. Ich freue mich auch wirklich. Hab auch jetzt ein paar Setzlinge natürlich noch mit. Aber, das als alleinige Ausbeute ist jetzt wirklich sehr, sehr mau. Und ich finde keinen Dschungel. Ich komme darauf nicht klar. Ja, ich auch nicht. So. Wir machen den Weg frei. Nee. Ich mache den Weg frei. So. Dum-di-dum-di-dum. Hier raus aus dem Wald. Und mal gucken, was
die nächsten Etappen so. Gott. Oh, ich krieg schon langsam einen steifen Rücken. Die Frames brechen auch immer nur ganz kurz ein. Die bleiben nicht konstant unten. So wie bei unserem Desaster zu Anfang des Minecraft-Projektes. Och, und jetzt wird es schon wieder dunkel und... Aber jetzt droppen die Frames relativ häufig, was mir auch nicht gefällt, wirklich. Ich verstehe das nicht. Ist die Platte schon wieder zu voll? Die kann gar nicht voll sein. Wie viele Hunderte von Gigabyte brauchst du Minecraft? Das ist bei keinem anderen Spiel so. Bei keinem anderen, nur bei Minecraft. Darf ich jetzt mal bitte schlafen? Ich bin leicht pumpig, merkt man das? Okay, ich versuche weiter zu schlafen und trinke in der Zeit was. Ach, guck an. Das hatten wir doch schon, oder? Plopp. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ich will einen Sumpf. Oder eine. Siehst du? Das ist keine Wüste, das ist nur so ein Sandberg, irgendwas. Wieder so ein Fake, so ein, komm mal hier hin. Fühl dich in Sicherheit, dass du ein neues Biom entdeckt hast. Lass mich hoch! Und dann, wenn du da bist, lachen wir dich erstmal aus. Genau das passiert hier die ganze Zeit. Lasst mich doch mal los, hier. Boah, ich bin aber auch platt von der Session, ganz ehrlich. Und bei der Wärme aufnehmen. Und dann mal wieder nichts gegessen. Seit 6 Uhr morgens wach, jetzt haben wir schon 7 Uhr abends. Ja, ich bin aber auch selber schuld irgendwie, ne? Hat mich ja keiner gezwungen. Ja, haben wir das Schiffchen noch? Nein, natürlich nicht. Also machen wir uns mal eins und schippern erneut zu neuen Ufern. Oh Gottchen, nee. So, mit Shift wollen wir es verlassen. Wir wollen es ja nicht verlassen, wir wollen ja einfach nur Dschungel. Und ich habe mir schon überlegt, ob wir nicht auf dem Rückweg fliegen sollen. Weil das wirklich schneller geht und ich meine, jetzt haben wir schon die zweite Abenteuerreise in kurzer Reihenfolge, in kurzen Abständen. Man merkt, ich bin komplett am Ende, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ja, wie gesagt, ist die zweite Abenteuerreise in kurzer Zeit und vielleicht machen wir das dann wirklich so, dass ich dann auf dem Weg nach Hause einfach mal ein Flugticket buche. Und normalerweise mit Minecraft Airlines, aber wir sind ja gleichberechtigt. Emanzipation, also nehmen wir auch mal die Minecraft Z-Lines. Boah ja, der war schlecht, ich weiß, aber ich bin platt, lasst mich Leute. Was ist das? Achso, einfach nur ein paar Blöcke, naja egal. Ja. Okay, so viel mehr bin ich selten angefangen. Die Chunks, die bauen aber auch relativ langsam auf. Irgendwie ist mein Computer platt, merke ich. Der ist genauso platt wie ich momentan. Ja. Ich wollte mal was nachgucken. 500, 600 Megabyte Arbeitsspeicher. Der nutzt aber trotzdem auch noch 40%. Ich habe ja 2 GB zugewiesen. Wie ihr seht, oben rechts. Also daran kann es ja nicht liegen. Und momentan droppen die Frames, wie ihr sehen könnt. Mal 26, mal 22. Das ist nicht gesund. Vor allem nicht normal bei meiner Hardware. Naja gut, okay. Ach, guck mal, wir haben hier Land. Land in Sicht. Leute, ich kriege ja schon langsam Horror hier. Was ist los? Oh
Okay, hier bei Landinsicht. Kommen wir auch irgendwann nochmal auf Festland oder so? Ich meine, boah, das wäre richtig Knorke. Und wir fahren immer gen Süden. Oder schwimmen oder wie wir bewegen uns Richtung Süden. Ha? Aha. Aha, guck mal. Sind das hier jetzt nur kleine Inseln oder wird das doch ein bisschen mehr? Wow, 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 stopp! Ich sagte Stopp, Herrschaftszeiten. So, wo ist das Schiffchen? Ach man, ernsthaft, du kannst doch nicht... Hallo? Weißt du was, du kannst mich. Scheiß Schiff. Oder Boot. Sogar das Boot verarscht mich. Den Kompass kann ich nicht futtern. Und wie sollte es auch anders sein? So. Okay, ein riesengroßer Strand. Relativ gesehen für das bisschen Land hier. Ach, ich will nicht mehr. Okay, wir haben hier mal wieder Plains. Plains, Plains, Plains. Ja, wie kann ich meine Begeisterung mit Worten Ausdruck verleihen, die gleichzeitig nicht unter das Jugendschutzgesetz fallen oder verstoßen? Autsch. Lalalala. Okay, ich bin ja guter Dinge. Ich bin ja ein positiv eingerichteter Mensch. Lass mich los. Wow, eine Höhle. Wow, Skelette, Skelette, Skelette. Ich meinte, haha. Skelette, guck mal. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Ich bin schon weg. Wenn die rauskommen, haltet sie auf, ja? So. Liebe Leute, das kann ja nicht ewig so angehen, dass wir gar nichts finden. Aber Minecraft sagt scheinbar was anderes. Ja, ich weiß auch nicht, Leute. Ich bin auch mit meinem Latein am Ende. Das meine ich komplett ernst. Autsch. Irgendwie, ja, es ist auf in mehrerer Hinsichten schon ein bisschen enttäuschend. Nicht nur, dass sie so generell nichts gefunden haben, außer einmal Schwarzeiche, sondern dass wir uns jetzt hier auch unnötig, beziehungsweise dass ich euch jetzt unnötig hier dieser monotonen, öden, ich will jetzt nicht scheiße sagen, aber das ist... Nee, schon gut. Aber ich denke mal, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, das trifft es eigentlich am besten. Auch wenn ich diese Wortwahl weniger gerne nutze. Jedenfalls nicht hier in Let's Plays. Weil man hat ja, das Thema hatten wir ja auch schon eine gewisse Art Vorbildfunktion. Und wenn nur einer zuguckt, man hat trotzdem eine gewisse Vorbildfunktion. Sobald man sich in Öffentlichkeit stellt, sollte man schon aufpassen, nicht zu verschwenderisch, zu inflationär mit irgendwelchen vulgären Ausdrücken herumzuhantieren. Finde ich jedenfalls. Wer da anderer Meinung ist, dann dem sei halt dies gegönnt. Ich persönlich vertrete aber diese Meinung. Und wenn ich mal Scheiße sage, dann ist das okay. Oder mal halt die Schnauze oder irgendwie sowas in der Richtung. Aber wenn man es durchgehend sagt und schon als normales Stilmittel benutzt, dann ist das ein bisschen too much. Und absolut nichts für mich. Ups. Und das momentan mache ich jetzt auch nur, weil ich ehrlich gesagt total entnervt bin. Okay, das sind normale, ja, ganz normale Bäume. Nichts Außergewöhnliches, nichts Erstrebenswertes.
Ich bin auch momentan ein bisschen arg wortkarg, aber es ist auch einfach, weil ich platt bin. Kann ich gar nicht oft genug sagen. Es tut mir auch leid, ich glaube, ich höre auch nach dieser Folge, mache ich auch eine kleine Aufnahmepause. Ich habe dann erstmal genug vorproduziert und werde mir halt überlegen, ob ich in der nächsten Folge dann halt, je nachdem, wie lange diese Reise noch andauern soll, wie ich mir das denke, weiß ich jetzt noch nicht. Also momentan bin ich nicht unbedingt so sehr erpicht darauf, das noch lange fortlaufen zu lassen. Es wird schon wieder dunkel, ernsthaft. Aber was ist das? Aha. Okay. Dass es andauernd Nacht wird, das ist auch ein bisschen ätzend. Aber jetzt darf ich natürlich nicht schlafen. Du kannst nur nachts schlafen, ja, ich weiß. Aber es ist doch schon dunkel. Ja, zumindest müssen wir uns nicht erstmal immer eine Höhle bauen. Und können auch im Freien schlafen. Früher wurde man ja, ganz zu Anfang wurde man ja immer von Monstern geweckt und attackiert, wenn man irgendwie nicht abgesichert irgendwo geschlafen hat. Die Zeiten sind ja zum Glück längst vorbei. Und das ist also das übliche Prozedere. Ich trinke, während ich versuche zu schlafen. Ach ja. Direkt über die Bäume. Wow. Hallo? Der Baum. Hä? Der Baum stand da doch vorhin nicht, oder? Geisterbaum. Okay, wo gehen wir jetzt noch lang? Wir haben ja noch ein paar Minütchen. Da gucken wir uns aber trotzdem natürlich noch um. Aber ich möchte nicht unbedingt... Sind das normale Fichten? Die sehen hier so hübsch aus. Warum sehen die bei mir nicht so hübsch aus? Mir sehen die Fichten aus wie diese alten, relativ unschönen Fichten. Ha 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 ha. Wisst ihr was? Ne? Seid ihr doch derselben Meinung, oder? Es liegt auf dem Weg. Ich muss nur ein bisschen die Hacke schwingen. Dann bist du Hacke voll, gibst du Hacke Vollgas. Und wenn du, ganz genau du, jetzt noch weißt und dich daran erinnern kannst, woher das ist, Gratulation, du bist wirklich, wirklich, wirklich alt. Ja, hab ich doch gerade gesagt, Kuh. So, wertvollen Stein, den nehmen wir natürlich auch mit, den dürfen wir hier nicht liegen lassen. Haben wir natürlich zu Hause so gar nicht in der Form. Und da müssen wir einfach zugreifen, ich meine mal ganz im Ernst. Das ist ja ein Schnäpschen. In den Schnäpschen würde ich aber nicht zugreifen. Ah, na, 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 das sieht aber schöner aus, ganz ehrlich, als das. Wo kann ich gar nicht sagen. Okay. Also hier ist sehr viel Wald. Ich mag aber ehrlich gesagt noch nicht aufgeben. Mag ich noch nicht. Vielleicht später in den nächsten Folgen schon. Obwohl ich ja dann auch wieder ein bisschen frischer, wacher, aktiver und mit neu errungenem Elan wieder auftreten werde. Wartet mal. Sumpf! Sumpf! Das ist ein Sumpf. Das ist doch ein Sumpf. Das ist ein Sumpf. Das ist doch ein Sumpf. Warte mal, ich springe ins Wasser. Ich springe ins Wasser? Springe ich ins Wasser? Ich springe ins Wasser. Ja! Wow! Boah, bin ich froh, dass diese ein Block Wasser reicht Regelung hier gilt bei Minecraft. Weil ansonsten... Das war ein Sumpf. Das war... Leute, wir haben einen Sumpf gefunden. Ja, wir haben einen Sumpf. Ja, geh weg, geh weg, geh weg. Okay, 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 okay. Wo war der? Wo war der? Wo war der? So, weg, 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 weg. Oh, wir haben einen Sumpf. Ja, es sieht so aus wie ein Sumpf. Und es ist ein Sumpf. Es riecht nach Sumpf. Es ist... Was sind das denn für blaue Blumen? Aha. Was sind das denn für blaue Orchidee? Boah, schön. Erstmal mitnehmen.
Und hier die Lee. Ah, boah, super. Boah, ich freue mich gerade. Lalalala. So, das. Und dann diese. So. War das überhaupt? Brauche ich dafür eine Schere? Weiß ich gar nicht. Ja, ja, brauche ich, brauche ich. Ach, ist das schön. Ich habe einen Sumpf, ich habe einen Sumpf, ich habe einen Sumpf. Du alte Sumpfkuh. Nee, nee, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte kein Laub. So. Und dann das hier. Das hier packe ich natürlich auch noch. Und ach, ist das schön. Ich habe einen Sumpf. Ich habe einen Sumpf. Jetzt weiß ich endlich, wie wohl sich Shrek fühlt. Ich habe einen Sumpf. Und hier ist Lehm, der ja Ton heißt. Entschuldigung. Okay. Ach, ist das schön, ist das schön, ist das schön. Ich freue mich. Es hat sich gelohnt, es hat sich sowas von gelohnt. Blauer Mond und Lianen. Und hier bleibe ich. Und hier muss irgendwie, sofern mich jetzt die Information nicht irgendwie übers Ohr gehauen hat, bei Nacht kommen hier die ganzen Slimies? Ja, ja. Ich selbst muss ja sagen, ich habe es noch nie gemacht. Ich habe in meiner anderen privaten Welt mir diese Schleimbeutel-Dinger erschummelt, muss ich ja ganz ehrlich gesagt zugeben. Weil ich auch selbst irgendwie in meiner anderen Welt... So, ich habe doch in meiner anderen Welt gesumpft, warum habe ich das gemacht? Ach ja, weil ich das mit den Slimies noch nicht wusste. Slimies, Schleims, ihr wisst doch, was ich meine. So, und das ist auch natürlich so Rosenblätter. Seerosenblätter, 8 Stück. Da könnte ich natürlich noch einen brauchen. Ich gehe jetzt mal hier ein bisschen mich umgucken. Ach, ist das schön, Leute. Ich freue mich. Ich freue mich. Wir haben es geschafft. Wir haben einen Sumpf. So. Wow, ich habe gerade einen Tinnitus. Wow, was ist denn hier los? Ah, und noch. Ach, schön. Schön. Das mit den Blättern habe ich natürlich auch von unseren lieben großen, von unserer Koryphäe Gronkh natürlich. Den Trick mit den Seerosenblättern, die man bei den Feldern auf das Wasser, wo die ganzen, ja, wo halt die Bewässerung halt langläuft, dass man die da drauf tut. Hab ich natürlich alles. Ja, Leute, wir sind doch schon wieder am Ende. Jetzt habe ich ja nur Sumpf. Das sind doch große Biome, ich verstehe das nicht. So, kann ich hier irgendwie rauf? Ich möchte Sumpf. Sumpf, Sumpf, Sumpf. Gib mir mal Erde. Was? Ich habe nur so wenig Erde? Sumpf. Egal. Wo ist am schönsten? Hier mit Tümpel und so weiter. Sumpf. Da-da-dam. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, die Reise ist noch nicht vorbei. Jetzt bin ich natürlich voller Tatendrang, werde in der nächsten Folge hier warten auf Mitternacht und gucken, dass hier wirklich genügend Slimes rumlaufen. Oder hüpfen oder schleimen, wie auch immer. So dass wir, ich futter mal kurz noch was. So dass wir genügend Schleimbeutel zum, ja, zum Mitnehmen bekommen. Und dann können wir wirklich ein bisschen, ja, schöner unsere Weizenmaschine gestalten und bebauen. Und im Nachhinein echt nur dafür so eine Reise aufzunehmen, mein lieber Mann. Das ist Minecraft halt, ne? Gut, liebe Leute, vielen Dank, dass ihr da mit dabei wart. Und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Und bis dahin, alles Liebe und alles Gute. Tschüss.